spannende Multiplayer-Massenschlachten, das unverbrauchte Setting und eine toll inszenierte Kampagne. Das alles lässt die Herzen von Battlefield-Fans derzeit höher schlagen. Auch unseren Testern gefällt der neue Ableger bisher ziemlich gut. Ganz ohne Kritik kommt Battlefield 1 bei uns aber selbstverständlich nicht weg. In diesem Video verraten wir euch deshalb, in welchen Punkten DICE durchaus noch hätte nachbessern dürfen. Die Kampagne von Battlefield 1 ist in einem Prolog und 5 Einzelepisoden mit verschiedenen Protagonisten und Schauplätzen unterteilt. Unsere Willenskraft ließ uns an Orten kämpfen, an die sich zuvor niemand gewagt hatte. Diese Kriegsgeschichten, wie sie heißen, sind zwar toll inszeniert und wirklich abwechslungsreich gestaltet, beim Umfang hat DICE aber ordentlich gespart. Nach gerade mal 6 Stunden hatten wir bereits jede Kriegsgeschichte abgeschlossen. Auch fallen die Kampagnenhäppchen unterschiedlich lang oder eben kurz aus. Es wird Zeit, dass ich dir alles erzähle. Der Italienfeldzug Avanti Savoia umfasst gerade mal 2 Einsätze. Neben dem umfangreichen Multiplayer-Modus wirkt die Kampagne auf uns wie eine Dreingabe. Zugegeben, ein gut gemachter und keinesfalls liebloser Zusatz, aber eben nur ein Zusatz. Ebenfalls im Einzelspielermodus missfällt uns die dümmliche Gegner-KI. Zwar sind die Computersoldaten kein Totalausfall, wirklich Ahnung von Taktik scheinen sie aber nicht zu haben. Statt uns beispielsweise einzukesseln und in Deckung zu gehen, stürmt die Schießbuden-KI einfach blindlings auf uns zu. An einer anderen Stelle parkten gegnerische Panzer einfach vor dem Lauf unserer Artillerie. In puncto KI hätte DICE für unseren Geschmack noch nachlegen können. Statt einer Bedrohung empfinden wir des Öfteren nämlich eher Mitleid mit den Computergegnern. Operations ist der Neuzugang in der Mehrspielerriege von Battlefield 1. Hinter den Namen verbirgt sich eine gelungene Mischung von Elementen aus dem Modi Conquest und Rush, was wir bereits in unserem Positiv-Video lobten. Operations vereint eigentlich alles, was die meisten Battlefield-Spieler an der Reihe schätzen. Naja, fast alles. Denn aus irgendeinem Grund gibt es gerade für den neuen Modus keinen eigenen Serverbrowser. Das verursacht beim Matchmaking natürlich üble Probleme und sorgt für lange Wartezeiten. Entwickler DICE wollte es laut eigener Aussage bewusst vermeiden, dass Spieler mitten in einem Match geworfen werden. Operations sei darauf ausgelegt, komplett an einem Stück gespielt zu werden. Das kann man zwar verstehen, für Spieler macht es den tollen Modus aber eher unattraktiv. Schon vor dem offiziellen Release von Battlefield 1 wurden zahllose Klagen über Cheater laut, die sich munter auf den Spielservern durchschummelten. Abgesehen von ein paar Verdachtsfällen haben wir bisher zum Glück keinen Betrüger erwischt. Statt wie in den letzten Serienteilen auf Punkbuster setzt man bei Battlefield 1 auf das Anti-Cheat-Tool Fairfight. Das Programm genießt keinen besonders guten Ruf und hat schon bei Rainbow Six Siege nicht wirklich überzeugen können. Wir hoffen stark, dass EA und DICE hier rechtzeitig reagieren. Sollte das Cheater-Problem weiter bestehen bleiben, könnte es den ehrlichen Spieler nämlich bitter aufstoßen. Das waren unsere Hauptkritikpunkte zu Battlefield 1. Fallen euch noch weitere Dinge ein, die euch an Battlefield 1 nicht so recht gefallen? Dann schreibt sie uns doch unter dieses Video. Was uns dagegen sehr gut an Battlefield 1 gefällt, erfahrt ihr übrigens in einem eigenen Video.